Und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. So, unsere Nachtquest geht gleich los. 50 Minuten, 49 Minuten Ingame-Zeit noch. Ich habe die Pistole in der Hand, weil ich da hinten die ganze Zeit einen Zombie höre. Hoffe mal, der kommt nicht hier hin. Doch, er kommt hier hin, selbstverständlich. Trotzdem werden wir versuchen, uns ein bisschen ruhig zu verhalten, um nicht gleich alle hier rauszulocken. Ich nehme mal an, vierer Gebäude. Dürfte ein bisschen größer sein. Ich meine sogar, das ist so ein Gebäude, wo wir mal den Schatz ausgegraben haben von Hand, ne? Ich glaube. So, lass uns den gerade mal wegmachen, bevor der alles hier anlockt. War da nicht immer ein Hund drin? Ich glaube ja, aber der scheint uns jetzt nicht wahrgenommen zu haben. So, ich schleich mal wieder hier hin, um wie gesagt nicht alle rauszulocken. Folgender Plan. Wie erkläre ich das am besten? Für euch liegen ja immer ein Tag zwischen den Folgen. Ich habe jetzt vieles am Stück aufgenommen und ein bisschen kann ich noch aufnehmen. Ich hoffe mal für meinen heutigen Tag, dass ich bis zur Hordenacht noch aufnehmen kann, einschließlich der Hordenacht. Und dann habe ich auf jeden Fall keine Zeit mehr. Wenn ich dann das nächste Mal aufnehme, würde ich die Zeit auf 120 Minuten stellen und dann würden wir nach der Horde macht mal eine Ölschieferbesorgungstour machen. Da hatten wir ja hier hinten in der Wüste markiert. Da würden wir den Ölschiefervorrat abbauen und ich glaube Eisen und Nitrat war da auch noch, ne? Aber auf jeden Fall den Ölschiefer würden wir abbauen. Zumindest so weit wir Sprit haben für den Erdbohrer. Und dann würde ich daheim erstmal Ölschiefer durchlaufen lassen, sprich Benzin rausmachen. Und dann würden wir uns auch bald um die Schatzkarte kümmern. Die können wir ja jetzt endlich mal vernünftig machen mit dem Erdbohrer. So, das wird für euch allerdings noch ein bisschen dauern. Wir haben jetzt Ingame-Teil Tag 26, wenn die Quest durch ist, Tag 27. Dann hätten wir noch die Nacht von 27 auf 28. Dann hätten wir den Tag 28 noch. Und dann kommt die Horde-Nacht. Muss mal gucken, wie viel ich offscreen mache in der Zeit. Und wir müssen erstmal gucken, wie lange die Quest hier dauert. So. Wollen wir mal schauen. Stromzufuhr wiederherstellen. Da ist ein Generator, da ist ein Generator. Und Gebiet säubern. Drei Generatoren müssen es sein, nicht nur zwei. Oh, zu früh, zu früh! Ah, ich hätte vielleicht doch mal das Buch lesen sollen mit mehr Schaden gegen Geier, ha? Muss doch noch einer sein, oder? Nee. Gut, dann nehmen wir die Geier auch gleich mit. Die Federn schmeißen wir natürlich gleich weg. Ach komm, dann können wir den Kampf ja auch mitnehmen. Da müssen wir gar nicht so viel Nitrat abbauen, ne? Wobei, ich glaube, wir brauchen Kohle und Nitratpulver für Schießpulver, ne? Meine Kohle und Nitratpulver macht man Schießpulver draus. Also nicht in-game, sondern ich meine auch in echt. So. Aber hier dürften wieder viele Rohstoffe sein, die wir abbauen können, ne? Das freut mich ja ein bisschen. Bob! Jetzt gedacht, Bob ist hier. Natürlich, Baustelle. Da muss es einen Bob geben. Ups. So, jetzt nicht zu unvorsichtig werden. Das ist eine Vierer-Quest und das ist alles relativ offen hier. Also vermute ich mal, dass hier noch einiges an Zombies rumläuft. Nichtsdestotrotz, wir machen natürlich Krach. Ja. So. Ich will überlegen, ob wir normale Steine wirklich weiterhin abbauen. Wenn wir sowieso in Fünfer sammeln gehen, dann... So, jetzt locken wir die von draußen alle an. Wenn wir sowieso Ölschiefer abbauen gehen, dann werden wir wahrscheinlich auch Steine sammeln, ne? Genauso wie Sand. So, das machen wir mal eben mit der Axt. So, dann gehen wir mal hier rauf. Gebietsäuber müssen wir ja eh. Und noch ein Bob. So, sehr schön. Nächster bitte.
Einer nach dem anderen ist okay. Das können wir ruhig so weiter beibehalten. Allerdings ein Gelbäugiger, den kriege ich nicht ganz so einfach platt. Noch ein Bob. Auch ein Gelbäugiger. Oi, kommt jetzt doch jede Menge auf einmal. Was halten die denn jetzt gerade so viel aus? Das gibt's ja wohl nicht. Puh. Waren die alle gelbäugig oder was? Die haben jetzt erstaunlich viel ausgehalten. Mehr als ich mit gerechnet habe, um ehrlich zu sein. So, den Kram nehmen wir natürlich auch gerade noch mit. So, sonst ist hier nichts mehr, ja? Ne, sieht nicht so aus. Na gut, dann gehen wir weiter. Können wir noch oben drauf? Ne, ne? Hier ist noch eine Kiste. Und Müll. So, nehmen wir einfach mal so mit. Wir werden dann nachher mal aussortieren. Eisen. Kann nicht schaden. Da liegt noch irgendwas. Das ist doch bestimmt eine Kiste mit Nägeln hier auf dem Dach, oder? Ne, mit Blei. Warum verbrauchen die Blei? Das ist nicht gesund. Ein Bagger scheint nichts Tolles drauf zu sein. Springen wir mal rüber, wa? Hallo. Auf Wiedersehen. Oh, Bob. Gut in der Ecke versteckt. Mein Kram. Oh, der ist von oben gekommen. Vermute mal, hier geht es dann noch weiter hoch, ne? Oder ist das nur so ein Versteck für einen Zombie gewesen? Wahrscheinlich nur ein Versteck für einen Zombie gewesen, ne? Würde ich mal von ausgehen. Jemand da? Nö. Hier? Geht's weiter? Ach, da ist ein Fenster drin. Okay. Ah, oh, ich komme hier trotzdem nicht durch. Huch, was habe ich denn da für eine Verletzung? Schrammblaue Flecken. Alleine heilt oder Aloe-Creme. Oder Erste-Hilfe-Verband. Aber 39 Minuten kommen. Brauchen wir nicht. Wir könnten mal Vitamine nehmen, damit wir uns nicht so schnell infizieren. Ich glaube, bei einer Vierer-Quest ist das relativ sinnvoll. Was ist denn hier los? Was war das? Warum ist hier gerade ein Haufen Glas zerbrochen? Oder zerbricht noch immer? Ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich wusste nicht, was das war. So, wollen wir hier mal aufmachen? Oh, geschmiedetes Eisen drin. Sehr schön. Gehen wir erstmal runter, oder? Schauen wir uns hier in der Küche. So, kommt schon, ich sehe euch. Auf der Minimap. Ja, der halbe, der immer kriecht, das ist ganz schön fies. So, was haben wir hier? Knochen. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt, aber kann ja auch nicht schaden, ne? Holz. Der will von außen rein. So, haben wir hier noch was Dolles? Badezimmer ist verschlossen. Sieht aber auch nicht so aus, als wenn wir da rein müssten. Hier haben wir noch eine Kiste. Rot. Ich glaube, das Rot sieht scheiße aus. Das habe ich schon mal gesehen. Warum habe ich denn jetzt schon wieder Hunger, so ein Mist? So ein Mist. Andauernd habe ich Hunger. So, wo ging es denn hier raus? Hier, ne? Okay. Wohl doch nicht. So, irgendwo ging's raus. Hier sind wir rein, ne? Genau, hier sind wir reingekommen. Nee, rechts müsste es rausgehen, ne? Genau, hier müsste es eigentlich rausgehen. Hüpf, genau, und hier geht's. Kommen wir hier besser raus? Ja, hier kommen wir besser raus. Hier geht's rüber. Hallo?
Hi. Wie geht's dir? Nicht so gut, wie ich sehe. Oh, machen wir mal den Generator an. Mal gucken, was wir alles anlocken. Einmal schlägt immer fehl, ne? Und beim zweiten Mal funktioniert es, glaube ich, immer. War bisher eigentlich immer so. Oh, ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass hier jetzt eine Riesenwelle kommt, wenn wir den ersten Generator anschmeißen. Naja, wenn nicht, dann nicht, ne? So, was haben wir denn hier für uns drin? Vorschlaghammerteile, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber den Kram hier brauchen wir natürlich. So, hier geht's wieder raus. Wir haben Lehm. So, ich höre Zombies, sehe aber keine. Die alle noch hier im Haus? Da war ich doch gerade drin. Komm, ich mache euch mal auf. So, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe ja immer gesagt, ach nee, das ist die Garage. Nee, in der Garage waren wir natürlich nicht drin. Ich habe ja immer gesagt, es macht für mich keinen Sinn, dass Nachtzombies auf einmal schneller sind. Für mich macht es ja schon keinen Sinn, dass hier verstrahlte Zombies und so rumlaufen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn wir die Zombies schneller geschaltet hätten nachts, dann würden wir hier wahrscheinlich nicht so gut durchkommen. Also zumindest nicht auf dem jetzigen Schwierigkeitsgrad. Nomade sind wir jetzt, ne? Soll heißen, falls wir irgendwann mal dazu kommen sollten, dass wir die Zombies doch nachts schneller stellen, was ich jetzt mal nicht glaube, weil es wie gesagt für mich überhaupt keinen Sinn ergibt, aber egal. Falls wir es doch mal machen sollten, werden wir sicherlich nicht mehr auf dem Schwierigkeitsgrad spielen. Oder keine Nachtquest machen oder so. Weiß ich nicht. So, da war ich ja schon drin, ne? Jetzt hier übers Dach noch. Nee, hier gibt es auch nichts mehr. Gut. Dann wollen wir mal runterjumpen und ins nächste Häuschen rein. Hier haben wir wieder schmutziges Wasser. Können wir ja so trinken und wir brauchen schmutziges Wasser für Bier. So, die Steine. Lassen wir jetzt mal Steine sein, würde ich vorschlagen. Weil wir ja noch buddeln gehen. Da werden wir wahrscheinlich Steine aufsammeln. Gehe ich mal von aus. So, keiner da? Oh, noch nicht fertiges Badezimmer. In dem Haus hier ist anscheinend keiner. Gut, soll auch mal vorkommen, ne? Vielleicht haben wir die auch schon weggelockt. Nö, hier ist leer. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ist hier noch was? So viel rennen, ich brauche die Ausdauer. Mir ist eben schon die Ausdauer ausgegangen. Ein Soldat und ein Bob. Bob tänzelt da gerade irgendwo rum. Findet den Weg nicht so richtig. So. War der Soldat hier, um sein zukünftiges Heim zu besichtigen? Sollte er hier eine Wohnung kriegen oder ein Haus? Oder als die Seuche ausgebrochen ist, dass er hier nach dem Rechten schauen wollte. Oder sich verschanzen wollte, das kann natürlich auch sein. So, da ist nur Müll. Da ist noch ein Halber von oben gekommen. Die Halben sind manchmal echt nervig, die sind schwer zu treffen. So, aber das passt ja ziemlich gut, ne? Von der Zeit her, denke ich. Wir kommen hier relativ gut durch. Könnte also bedeuten, dass wir pünktlich zur Händleröffnungszeit hier raus sind. So wie es bisher aussieht. Ich weiß natürlich nicht, wie groß das Gelände noch ist. Aber ein paar Häuser haben wir ja jetzt schon. Ich nehme mal an, so viel kommt jetzt auch nicht mehr. Muss auch zugeben, ich habe mir das irgendwie schwieriger vorgestellt. Ich dachte, hier ist mehr los. Vogelnest. So, in der Garage waren wir ja drin, ne? Da sind noch Dixie-Klos. Wo ist denn... Da ist noch ein Generator. Gut. Oh, wie gesagt, so viel scheint hier gar nicht los zu sein. Freut mich natürlich. Geht ein bisschen schneller, die ganze Sache. Ein bisschen einfacher. Kommen wir hier rein?
Jo. Hier. Dosen. Kaffee. Blei. Leere Gläser. Sammelfleisch. So, das können wir mal eben essen. Da ist noch Müll. Nägel. So, hier ist noch ein Häuschen. Und da ist noch ein Häuschen. Gehört das dazu? Ja, ne? Ich glaube ja. Guck mal, das Auto haben wir noch gar nicht angeguckt. Was haben wir denn hier Schönes drin? Bauplan, Dartfalle haben wir schon. Elektroverschaltung, das können wir bestimmt gut gebrauchen an der Falle. Ich wollte jetzt auch noch gucken, ob wir beim Händler eventuell ein bisschen Lichter kriegen, dass wir ein bisschen Lampen bauen können. Dass wir nicht ganz so dunkel haben. So, ich nehme mal an, da kommen wir gleich noch irgendwie hin. Dass wir nicht ganz so dunkel haben bei der Horde Nacht. Und ich wollte noch einen Geschützturm kaufen, ist mir so eingefallen. Für die Geierabwehr. Als wir Geier von oben kommen, dass wir die... Was denn? Lila? So, dass wir oben einen Geschützturm hinstellen. Das soll gar nicht die Zombies unten in der Falle angreifen, sondern wirklich möglichst nur die Geier wegschießen. Da muss ich nicht immer nach oben gucken. So, wir haben auf jeden Fall irgendwelche Zombies aufgeweckt. Kleber. Wundert mich, dass wir erst so wenig Kleber hier auf der Baustelle gefunden haben. Die scheinen aber fast alle von außen zu kommen, kann das sein? Ne, doch nicht. Laden sich hier aus den Kisten raus. So, die kommt von außen. So, die Musik macht mich etwas nervös, muss ich zugeben. So, da müssen wir gleich rein. Zementmischer können wir durchgucken. Da sind Steine drin. Ups. Hey, wo bist du denn gekommen? Ich hatte gehofft, den würde ich jetzt einfach so umrennen. Ist das so ein gelbäugiger Bob bei gewesen? Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Ach, alle von außen. Da habe ich jetzt auch noch eine Wanderhorde angelockt hier oder was? Gibt's ja wohl nicht. Oh, wir haben gar nicht so viel Schrotmunition. Müssen wir vielleicht ein bisschen mehr mit der Pistole machen. Was war das denn? Der ist irgendwie hier ganz komisch rumgetänzelt. Aha! So. So, von da. Wie ist der denn da rübergekommen, sag mal? War ein Kopfschuss. Ein Kopfschuss auf der Hüfte und dann links und rechts gezielt daneben, ja? Oh, hier sind noch zwei. Ja, ich denke mal, das war eine Wanderhorde, die wir von außen angelockt haben. Oder die wurden absichtlich da positioniert, aber ich gehe mal von der Wanderhorde aus. So. So, jetzt müssen wir uns schon fast ein bisschen ranhalten, ne? Damit wir wirklich pünktlich zum Händler kommen. So, ich gehe auch davon aus, dass es eine Wanderhorde war, weil hier eigentlich immer ziemlich wenig los war im Gelände. Ich glaube nicht, dass hier ausgerechnet so ein halb ausgebautes Gebäude so viel Zombies beherbergt. Aber die kamen ja auch alle von außerhalb des Zauns, ne? Das spricht eigentlich dafür, dass es eine Wanderhorde war. So, da haben wir noch mal Tools. Vielleicht finden wir hier auch mal die Kettensäge drin. Das wäre auch mal was. Klebeband würde ich schon gern mitnehmen, muss ich zugeben. So, Moment, da war noch ein Glas. Das kann weg. Gebrochenes Glas kann auch weg. Ja, ich würde sagen, wir müssen uns ein kleines bisschen ranhalten. Ne? Obwohl, es kommt noch das eine Gebäude. Und der Händler macht ja auch nicht gleich um 4 auf. Da ist noch ein Generator. Da
aber den Hauptloot haben wir auch noch nicht, ne? Das heißt, ich gehe mal davon aus, der ist da im letzten Gebäude drin. Ist beim letzten Generator eigentlich einmal fehlgeschlagen? Keine Ahnung. Habe ich jetzt echt nicht drauf geachtet, so Mist. Wollte ich eigentlich drauf achten. So. Irgendwo kloppen sie schon wieder rum. Ach da. So, was schalten wir hiermit? Keine Ahnung. Licht oder so. So. Wäre cool, wenn wir Schrotmunition gefunden hätten, weil ich habe echt nicht viel dabei. Habe ich überhaupt nicht darauf geachtet, dass wir so wenig Schrotmunition dabei haben. So, eigentlich fehlt nur noch das da, ne? Generatoren haben wir, das rübere Gebiet müssen wir noch. Ja, dann gehe ich mal davon aus, das Haus gehört dann noch dazu, so wie es aussieht. Dass da die letzten Zombies drin sind. Und ich nehme mal an, der Hauptloot dann auch. So, nicht so viel rennen, weil wegen Ausdauer. Guten Tag. Da ist zu. Und hier ist nichts. Ja. Ist die zwei Kaffee mitnehmen eigentlich nicht, ne? Wir können mal einen trinken. Ich weiß noch immer nicht, wofür Tierfett ist. Fackel, Kerze. Getty Steak mit Kartoffeln. Wofür Tierfett? Tatsache. Ja gut, dann behalten wir das erstmal, obwohl drei Stück kommen. Drei Stück schmeißen wir jetzt weg. So. Haben wir hier noch was? Da kommt gerade einer. Wird aber noch nicht der letzte sein, muss ich sagen. So. Rohre. Lassen wir die Rohre jetzt hier. Zwei Papier können wir mal hier lassen. Oh, Bücher. Drei Papier, toll. Scheiße. So, Schrank ist leer. Geht's hier hin? Schlafzimmer. Leer. Guten Tag. Auf dem Badezimmer, im Badezimmer versteckt. So, hier noch was? Da ist auch nichts. Gut. Zombies. Da werden sie angezeigt hinter der verschlossenen Tür. Wie soll man da reinkommen? Man muss ja irgendwie reingehen, ne? Normalerweise muss man ja keine verschlossenen Türen aufkloppen. Geht's vielleicht auf der Rückseite raus, dass man da von hinten aus reinkommt? Hier ist ein Fenster zerbrochen. Oh, Pool. Am Pool gefunden. Was ist das? Raum, irgendeine Leitung. Kühlbox. Muddelwasser. Können wir mal mitnehmen. Die leeren Gläser habe ich jetzt alle weggeschmissen, ne? So geht's hier rein. Auch verschlossen. Übers Dach? Sollen wir vielleicht übers Dach da rein? Ich gucke das eigentlich jetzt nur durch, weil mich das interessiert, wie die sich das gedacht haben mit den Wegen. Da kommt man eigentlich nicht durch. Hier ist auch nirgendwo mehr irgendwie das, was leuchten würde, ne? Ich meine, wir würden hier durchkommen wahrscheinlich. So. Ah, wie haben die sich gedacht, soll man hier reinkommen? Die ist verschlossen. Gut, dann nehme ich mal an. Das muss doch durchkloppen, ha? So. Sieht so aus. Gut. Dann kloppen wir uns halt da rein. So, schauen wir mal. Noch eine Wand. Ein Bär. Ein Zombie-Bär auch noch. Puh.
Das war jetzt schlimmer als gedacht. Um ehrlich zu sein. Meine Fresse. So, ein Punkt wird mir aber noch angezeigt hier, ne? Ach, der ist von oben runtergefallen. War nur die Schulter. Meine Fresse. Gut, dass die Schrotmunition gereicht hat. Das war jetzt nicht schön. So, Händler dürfte jetzt auch gleich aufmachen. So, das können wir zerlegen, das können wir essen. Das können wir auch noch essen. Glas kommt raus. Oh, jede Menge Munition, das ist schön. Ich würde sagen, ich hole mal eben das Moppel, oder? So, was haben die sich jetzt gedacht, wie man hier reinkommen soll? Ist überall zu, ne? Das wäre echt das erste Gebäude gewesen, wo man sich wirklich reinkloppen musste. Kann man nicht mal von innen aufmachen hier. Gut, dann laden wir mal eben aus im Motorrad und holen den anderen Kram ran. Und dann machen wir morgen auch gleich wieder eine Quest, oder? So, ich packe jetzt mal rein, was wir behalten wollen. Ne, Stahlwerkzeugteile können weg. Motorwerkzeugteile können wir erstmal behalten. Kommt weg. Jo, irgendwie so. Oh, zum Verkaufen ist aber nicht viel zusammengekommen, ne? War schon mal mehr. So, das wundert mich jetzt aber echt, was die sich echt gedacht haben. Wie soll man denn da rein? Das geht ja nur mit Aufkloppen, ne? Ah, schade, ist das ganze Tierfett auch schon weg. Und die spawnt. Egal. Gut, dann schauen wir uns jetzt den Loot noch an. Da war wieder was zum Verkaufen. Oh, ein Crackenbook. Vielleicht lernen wir da noch was Tolles. Irgendwas, was wir noch nicht haben. Das ist die Definition von toll. Irgendwas, was wir noch nicht können. So. Crackenbook. Und nüscht. Nüscht, was wir noch nüscht können. Das war aber fies mit dem Bären direkt hinter der Tür, ne? Und dann auch noch so ein Ding, wo man aufkloppen muss. Ich denke mal, das war so gedacht, dass die bei irgendeinem Generator rauskommen, oder? Dass das nur irgendwie nicht hingehauen hat. Moment, da war ein Buch bei. Feuerwehrausrüstung. Fertige Feuerwehrhelme und erleide 5% weniger Schaden, wenn du sie trägst. Ja, können wir lernen, aber brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Oh, Silber. Cool. Silber können wir verkaufen. Ne, Messbecher nehmen wir mit. Silber können wir verkaufen. Das wird verkauft, das wird verkauft, das wird verkauft. Stahlwerkzeugteile wird... Ach, behalten wir jetzt ausnahmsweise mal. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen. So. Und hier noch ein bisschen Cobblestone. Und da wir ja jetzt das Motorrad haben und das entsprechend schnell geht... Gucken wir in dieser Folge auch noch die Belohnung an, die der Händler für uns parat hält. Würde ich mal vorschlagen. Müssen wir nur einmal kurz rausfinden, in welche Richtung der Händler ist. Ach da, 700 Meter. Oh, so wird schon weit. So, haben wir die erste Vierer-Nachtmission erledigt. Doch auch was, oder? Das war nicht schlecht. Also es ist ziemlich weitläufig, das Gelände. Das muss nicht unbedingt sein, muss ich zugeben. Es war eigentlich immer ziemlich wenig los, außer da, wo die eine Wanderhorde von außen gekommen ist. Aber da kann ja das Gebäude nichts für oder die Mission nichts für. Hier der Hauptloot, das war richtig fies, muss ich zugeben, mit dem Bären hinter der Tür. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, das war ursprünglich mal so gedacht, dass die bei irgendeinem Generator rauskommen. Nur das hat anscheinend nicht so funktioniert, wie die Entwickler sich das vorgestellt haben. So schön um die Ecke geslidet. Jo, und nochmal. Das, falls ihr Motorrad fahrt und nicht viel noch nicht so viel Erfahrung habt, versucht das nicht in echt. Das kommt nicht gut. So. Jetzt wollen wir erstmal schauen. Ja,
Ne, das ist schon die zweite Vierer-Quest, die wir machen, ne? Ich wollte gerade sagen, gleich die erste Vierer-Quest-Belohnung, aber das ist schon die zweite. So. Schauen wir mal. Stahlspeer, yay! Oh, 902. So, dann gib mal her. Darf ich dein Inventar sehen? Nein, nein, halt, stopp. So müssen wir das machen. Darf ich dein Inventar sehen? So. Silberklumpen bringt auch 810, immerhin. Stahlspeer darfst du haben. Ne, Stahlwerkzeugteile nicht, habe ich gesagt. Ne? Aber das darfst du noch haben. Jo, dann lass uns gleich eine neue Quest mitnehmen, oder? Seitige Zombies Richtung Süden wäre cool. Abholen und säubern. Südosten. Akzeptieren. Wo ist denn das? Oh, das ist jetzt hier bei der Gen unten. Ist das nicht das gleiche, was wir eben gemacht haben? So von der Aufverteilung her. Da ist der Pool, ja, das ist das gleiche. Kann man die abbrechen, die Quest? Abbrechen? Wie bricht man die ab? So. Südwesten. Beseitige Zombies. Westen. I really admire you, Fred. Oh, thank you. So, wo ist das? Da. Gut, ich glaube, das Gebäude kennen wir nicht. Ich würde jetzt nach Hause fahren, Taschen leer machen und in der nächsten Folge schauen wir uns das Gebäude an, ne? Bis dahin, macht's gut. Tschüss.